Die Teile für den Turm sind jetzt CNC gefräst. Das sind jetzt zwei Bausätze. Als erstes habe ich den Turm oben nochmal plan geschliffen und angeschliffen sozusagen. Und mit Hilfe der obersten Deckplatte mir das angezeichnet und habe dann mit der Hand nochmal ca. 2,5-3 mm mehr zugegeben, damit der Kasten, der nach unten geht, nachher passgenau reingeht. Das werde ich jetzt ausschneiden und muss auch noch die anderen Details hier nach und nach öffnen. Der Ausschnitt wurde jetzt nochmal nachgezeichnet, nachdem die Unterbauplatte fertig ist, weil die ein bisschen andere Form hat. Nochmal raufgelegt, nachgeschnitten, sodass die jetzt hier gut reingeht. Da habe ich an der Seite nochmal ein paar Löcher abgesenkt, damit der Kleber nachher auch richtig hält und die Platte nicht mehr rausfallen kann. Das Ganze wird jetzt auf die Oberplatte geklebt. Da ich den zweiten Ring vorbereitet habe, der wird nachher hier aufgesetzt und dann ist die Turmluke auch soweit fertig. Kommt nur noch das Oberteil drauf. Das montierte Oberteil. Das sind jetzt die Teile für den Kolbentank. Soweit gefräst. Hier sitzt schon der Getriebemotor. Lager. Da muss jetzt nur noch das Hauptzahnrad der Triebe gedreht werden. Die Endschalter. Kolbenscheibe, da muss noch der Ring eingestochen werden. Und der Verschlussdeckel. Für den Trieb benutze ich Messing und für die Gewindestange mache ich aus A2-Material. Hier bin ich jetzt gerade beim Drehen des Triebs für den Kolbentank. Da wird dann das Lager eine Seite aufgepresst und andere Seite das Zahnrad, das habe ich jetzt auch noch angepasst. Jetzt muss nur noch Gewinde geschnitten werden. Das Gewinde ist jetzt geschnitten am Trieb. Als nächstes werde ich dann das Lager einpressen und das Zahnrad aufpressen. Das Lager setze ich meistens auf der Drehbank an. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch vordrehen und das Lager aufpressen. Es reicht aber, wenn es ein Stück angesetzt ist, den Rest kann man auch mit einem Schraubstock machen, wenn man schön plane Flächen hat. Das Lager ist angesetzt. Den Rest mache ich im Schraubstock. Ich habe das mal vorbereitet. Ich habe hier Alu unter, das ist ein bisschen weicher, dass das nicht beschädigt wird. Setze ich nochmal ein Stück das Zahnrad und als nächstes dann das Kugellager. So sieht es dann auch gepresst aus. Kann das Lager verschraubt werden und der Getriebemotor eingesetzt werden. Der Getriebemotor ist dran. Ritze sitzt auch. Jetzt einmal im Probelauf. Gucken, ob die. Ich habe vorher geguckt, die Zahnräder haben im Spiel, so wie es sein muss. Laufen tut es auch nicht gut. Jetzt alles zusammengebaut. Hier löst die hintere Kolbenscheibe dann aus. Und den O-Ring habe ich auch eingestochen. Jetzt werde ich alles verlöten und den vorderen Verschluss einkleben. Jetzt habe ich soweit alles zusammengebaut und getestet. Die Endschalter funktionieren. Ist auch alles richtig oben angeschlossen.
Dann kann der untere Decke eingeklebt werden und ein Drucktest gemacht werden. Den Kolben habe ich jetzt nochmal geändert. Ein Acrylkolben mit zwei Ringen. Der Stutzen für den Schlauch ist auch drin. Jetzt baue ich alles zusammen und mache dann den Drucktest. Um den Verschluss drehen zu können, wurde der externe Adapter angefertigt. Sieht man hier. Da wird der Verschluss nur aufgeschraubt und dann kann ich das auf der Drehbank hier gut bearbeiten und den O-Ring einstechen. Hier ist jetzt der Heckspalt. Da sind auch jetzt alle Löcher gebohrt. Der kommt hier ins Heckteil rein. Und dadurch wird der Verschluss dann befestigt. Das Technikgerüst ist jetzt soweit montiert. Alles angepasst. Der Kolbentank ist abgedrückt. Jetzt habe ich auch schon die Servohörner draufgesetzt. Die Stangen nach außen geführt. Bei 100%. Jetzt muss noch der Rest angelötet werden. Regler und so weiter. Die Servos stehen da hier über Kopf im Rumpf. Sieht dann so aus. Die Wellenkupplung ist auch fertig gedreht. Hinten kommt noch der Spann drauf. Dazu werden die Mutter nochmal gelöst und dann wird der Spann richtig verschraubt, sodass man nachher auch wirklich vernünftig das Boot aus dem Verschluss lösen kann, ohne dass alles auseinanderbricht oder fällt oder wie auch immer. Das ist der Verschluss hier, der sitzt später vorne in der Röhre. Ein sogenannter Schlüsselverschluss. Der greift hier rein. Zack. Wird in die Plexiglasröhre fest eingeklebt dann. Ja, das sind erstmal die Bauvorschritte. Jetzt habe ich mir die Löcher für die Tiefenruder gemacht, beidseitig, und die Gewindestange an den hinteren Ruderhaltern gekürzt, sodass ich die vom Kleben innen mit einer Mutter fixieren kann, in Ruhe ausrichten kann und damit Kleber endgültig befestige. Die Rumpfteile habe ich soweit begradigt, beide. So dass sie ganz gut aufeinander passen. Die Tiefenruder sind dran. Hier wird mit einer Madenschraube fixiert. Die Anlenkung, da kommt noch ein Loch rein. Da habe ich den Kegel gerade gedreht. Muss das Wellenrohr noch gekürzt werden. Das ist auch fertig. Denn die Korddüse ist auch fertig, wird hier nur eingesetzt. Hier ist die Schraube zum Festschrauben. Da fehlt jetzt nur noch die Anlenkung. Dann werden die lenkbaren Teile auch soweit fertig. Da habe ich den Deckel vom Druckkörper eingeklebt. Da kommen jetzt noch vier Stifte rein. Nur zur Sicherheit. Die Stifte werden dann eingeklebt und kann auch nichts mehr passieren. Heute bin ich also ein ganzes Stück weitergekommen. Habe jetzt die Korddüse drin. Mit Anlenkhebel. Habe provisorisch ein Stück Welle reingesteckt, um zu sehen, dass das auch nicht anschlägt.
Die Anlenkung unten ist soweit fertig, also müssen noch Langschlitze hinten rein. Da kann ich ins Bootsinnere springen. Der Kegel ist fertig gedreht, den musste ich nochmal kürzen. Also ich habe es jetzt so angepasst, dass es hinhaut. Der Heckspann wurde angepasst. Ja, jetzt muss nur die Anlenkung fertig gemacht werden und dann schon fast fertig. Vom Technischen.